544 Zuschauer sind am Sonntagabend ins Heidewaldstadion gekommen, um bei eisigen Temperaturen den FC Gütersloh anzufeuern. Nach 5 Siegen in Folge ging es für den 9. Platzierten der Oberliga Westfalen an diesem Spieltag gegen den 7. Platzierten TuS Ennepetal. Das Team unter Trainer Heiko Bonan erwartete also eine ziemlich heiße Partie. Die erste Chance erspielte sich der TuS Ennepetal erst in der 29. Minute. Zuerst scheiterte Timo Erdmann am FC-Keeper Tischai. Die darauffolgende Ecke drehte er an die Latte. Glück für den FC. Dies blieb die einzigen nennenswerten Szenen in einer hart umkämpften ersten Halbzeit. So ging es bei dem Spielstand von 0:0 zu dem Pausentee. Nach Anpfiff der zweiten Halbzeit erspielte sich der TuS Ennepetal rasch eine große Chance. Erdmann flankt das Leder vor den 5-Meter-Raum. Kapitän Kai Strothmann kann den Ball nicht vors Tor bringen. In der 67. Minute geht es heiß zu im Strafraum des FC Gütersloh. Der Ball gelangt zu Ex-Bundesliga-Profi Federico, der behält die Ruhe, schießt ab, scheitert aber am starken Tischai. Wir sind bereits in der 75. Minute. Fatih Gürer läuft seinem Gegenspieler gekonnt davon, hat den Überblick für Waldemar Jurisch, der mit etwas Glück unhaltbar für Keeper Marvin Voisthoff einnetzt. 1:0 für den FC. Nur 4 Minuten später eine Flanke von Gerding kommt gefährlich aufs Tor von Tischai. Dieser ist reaktionsstark. Charles Astina zuletzt am Ball. Abstoß für den FC. In der 90. Minute hätte der FC den Sack zumachen können und sich so ein Zittern in der Nachspielzeit ersparen können. Den Konter, eingeleitet von Bastas Ufuk, konnte Vadim Thomas nicht präzise genug aufs Tor bringen. Kurz darauf war es dann endlich geschafft. Der 6. Sieg in Serie. Ein Arbeitssieg, wie er im Buche steht, keine Frage. Das Fußballmärchen geht weiter im Heidewald. Der FC Gütersloh gewinnt mit 1:0 gegen den TuS Ennepetal. Es war ein schwer erkämpfter Arbeitssieg, Heiko Bonan. Was war heute der Schlüssel zum Sieg? Ja, einfach der unbändige Willen dieser Mannschaft. Ich habe in der Halbzeit noch gesagt, wir sind ein bisschen weit weg. Es fehlt so ein bisschen Ticken Emotion. Aber was Mut macht, ist, dass wir eigentlich immer in der ersten Halbzeit nicht so dolle spielen. Und in der zweiten Halbzeit aber wieder ganz anders auftreten. Wir waren viel aggressiver in den Zweikämpfen, haben gute Umschaltbewegungen gehabt. Und heute ist wieder das Glück, das eine Tor zu machen, was Ennepetal nicht gelungen ist. Aber man hat gesehen, das sind zwei Mannschaften in der gleichen Tabellenregion auf Augenhöhe und da entscheiden Kleinigkeiten. Und wir haben momentan das Fortun, aber die Mannschaft tut extrem viel dafür. Ja, du hast gesagt, ihr habt auch das nötige Glück. Ennepetal hatte einige gefährliche Situationen. Und dann macht ihr den Lucky Punch, wie schon so oft in den letzten Wochen, durch Waldemar Jurisch. Es ist aber nicht nur Glück. Also ich bleibe dabei, eine Mannschaft, die so viel investiert, die hat dann das nötige Glück auch. Ne? Ich will jetzt Ennepetal nichts absprechen. Wie gesagt, die haben ein tolles Spiel gemacht, wir haben uns extrem schwer getan, aber es ist eine Mannschaft auf Augenhöhe, in der gleichen Tabellensituation. Aber wir tun extrem viel dafür und ich freue mich wirklich für die Jungs und riesig für die Jungs, dass sie dann dieses eine Tor machen. Und man sieht ja auch nach dem Spiel, da siehst du nur glückliche Gesichter. Und ja, jetzt haben wir noch 2 Spiele vor der Brust, vor Weihnachten. Und wäre natürlich cool, wenn wir ungeschlagen ins neue Jahr reingehen würden. Das wäre natürlich eine ganz tolle Sache. Er ist der Mann des Tages, er hat das entscheidende Tor gemacht. In der 75. Minute für den FC Gütersloh, Waldemar Jurisch, wieder mal das entscheidende Tor. Kannst du schildern, wie war das 1:0? Ja, wir haben wieder den zweiten Halbzeit wieder gut gekontert. Natürlich hat sich dann auch wieder Fatih Gürer gut, super durchgesetzt und hat natürlich auch super Auge wieder bewiesen mit seiner Technik, dass er mich auf zweiten Pfosten gesehen hat. Die Flanke kam perfekt. Ne? Also wie gesagt, dann gut mit der Innenseite genommen. Klar, ich habe ihn nicht richtig getroffen. Wollte natürlich ein bisschen Volley mit der Innenseite ins lange Eck. Aber man sieht ja auch trotzdem, ne, ein bisschen Ball abgefälscht. Und dann sah das Tor natürlich noch schöner aus, ne, über den Torwart. Ja, aber wie gesagt, Tor ist Tor. Wir sind froh, dass wir wieder 1:0 gewonnen haben, die 3 Punkte wieder eingefahren haben zu Hause im Heidewald. Ja. Der TuS Ennepetal war heute im Gütersloh Heidewald Stadion ein richtig schwerer Gegner. Am Ende hat es aus Ennepetaler Sicht nicht gereicht. 0:1 verloren. Neben mir Trainer Imre Renyi. Ja, was hat heute gefehlt letzten Endes? Ich glaube, letzten Endes war es wahrscheinlich ein bisschen Glück, wenn man das so unterm Strich sieht. Ich denke, wir haben heute ein ordentliches Spiel abgeliefert. Bei uns haben ja einige Leute gefehlt, krankheits- oder verletzungsbedingt. Und das hat man gesehen, dass wir jetzt nicht spielerisch jetzt nicht so sehr überzeugt haben. Dafür haben wir mal 2 Leute heute reingeschmissen, die auch wieder dann von Beginn an gespielt haben. Der eine hat noch gar kein Spiel von Beginn an gemacht. Ich glaube, erst auch ein paar Minuten in der Oberliga. Aufgrund dessen haben wir uns ja, glaube ich, gut verkauft. Es war
ja, es war sicherlich kein kreatives Spiel von beiden Seiten, aber ich denke mal so auf Augenhöhe und der Glückliche hat heute gewonnen. Und Sie hatten ja einige gefährliche Situationen, mit ein bisschen Glück hätte es dann auch in Ihre Richtung gehen können. Ja, das sehe ich genauso. Also ich denke, wenn wir hier 1-0 führen, dann kriegen wir noch mehr Räume, können wir vielleicht noch mehr Konter fahren und so. War es dann schon schwierig und wir haben heute einfach das Pech gehabt, dass der Ball nicht über die Linie gerutscht ist. Wenn man sieht, wie viele Situationen wir hatten, hätte sicherlich auch so sein können, dass wir 1-0 führen. Dann wäre das sicherlich anders gegangen, aber ich denke, Glückwunsch an Gütersloh, wenn man einen Lauf hat, dann ist das so, dann geht der Ball dann auch rein und ich denke, es ist auch gut, dass Gütersloh da unten rausgekommen ist, weil da gehören sie sicherlich nicht hin und ja, weiterhin alles Gute an den Verein. Der FC Gütersloh steht nun auf Platz 8 und trifft im nächsten Heimspiel in 2 Wochen auf den derzeitigen Tabellenzweiten aus Erndebrück. Hoffentlich wieder mit der Unterstützung zahlreicher kälteresistenter Fans. Tschüss und bis zum nächsten Mal.